Sehr geehrte Damen und Herren, Deutschlands Innenminister de Maizière hat einen 10-Punkte-Katalog zur deutschen Leitkultur vorgelegt, der medial viel Aufmerksamkeit erregt hat. Damit wärmt er eine Debatte auf, die bereits früher geführt worden ist. Nichtsdestotrotz bringt er darin richtige Punkte zur Sprache. In dem Katalog werden unter anderem der deutsche Leistungsgedanke, die christliche Kultur, der aufgeklärte Patriotismus und soziale Gewohnheiten wie das Händeschütteln angesprochen. Der Katalog wirkt allerdings, als wäre er für die nicht integrierte muslimische Einwanderungsgesellschaft geschrieben. Nicht umsonst bringt er explizit den falschen Ehrgedanken, das Vermummungsverbot oder die Burka zur Sprache. Dass Deutschland nicht Burka ist, ist nun wirklich nicht der Stein der Weisen, sondern sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Die Vermutung liegt für mich sehr nahe, dass der Katalog eine Nebelkerze im derzeit aufziehenden Bundestagswahlkampf ist. Ja, wem verdanken wir denn die immer schneller wachsende, streng islamische Parallelgesellschaft? Ist das nicht vor allem das Werk der christdemokratischen Regierungspartei? Ist nicht gerade durch die Asylkrise und die offenen Grenzen die Häufigkeit, in der wir solche Banalitäten wie das Händeschütteln überhaupt diskutieren müssen, enorm gestiegen? Ist nicht unter Angela Merkel und deren Innenminister de Maizière die Zuwanderungskriminalität geradezu explodiert? Und häufen sich nicht sexuell motivierte Straftaten und Gewaltverbrechen wegen der fast unbegrenzten Zuwanderung? Wer soll der CDU nun diese patriotische Pseudodiskussion als ernsthafter Versuch einer Situationsverbesserung abnehmen? Gerade eine Regierungspartei muss man an ihren Taten messen. Und da hat man in den vergangenen Jahren nichts von einer besonderen Affinität zur deutschen Leitkultur verspürt. Wir von der LKR stehen jedenfalls für ein umfassendes Verständnis von Staat und Nationen. Dazu gehören Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Offenheit, aber auch Kultur, Sprache, Identität und Stolz auf die eigene Heimat. Letzteres wird von den etablierten Parteien leider immer wieder vergessen oder gar manchmal an den Pranger gestellt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass sich die Wähler dieses Mal nicht hinters Licht führen lassen. Denn eines ist sicher, das Schild der deutschen Leitkultur wird von einer CDU unter Angela Merkel oder gar von Rot-Grün sicher nicht getragen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.